Der absolute Klassiker in der Spargelküche, heute mal neu gedacht, gekochter Spargel mit neuen Kartoffeln und Sauce Hollandaise und natürlich mit Kochschinken. Wie das geht, vor allem die Sauce Hollandaise, seht ihr nach dem Intro. Ja, und dazu brauchen wir erstmal unser Sauce Hollandaise. Klingt recht kompliziert, ist aber eigentlich relativ einfach. Das ist gar nicht so schwer. Es ist eine Eierbuttersoße. Und dazu muss man wissen, die muss man im Wasserbad machen, sonst gerinnt das ganze Stück. Dann nehmen wir uns dann so 2 Esslöffel ungefähr entweder Wasser oder Spargelfond. Dann brauchen wir dazu, dass das alles gerinnt, brauchen wir eine Säure. Da habe ich jetzt da ja, so einen Löffel voll Essig. Ihr könnt da Zitronensaft nehmen. Es geht nicht direkt drum um den was, es geht um die Säure. Und dann brauchen wir 2 Eigelb und einen Schneebesen. Und das wird dann geschlagen. Und nebenbei könnt ihr gleich noch 125 Gramm Butter erhitzen. Die soll flüssig und heiß sein, aber nicht kochen sozusagen. Da im Wasserbad, ich hoffe, ihr könnt sehen, das wird schon fest. Schalte euch mal so hin, da ist dampfkalt wie solche. Und beim Schlagen nicht so mit dem ganzen Arm, sondern immer bloß aus dem Handgelenk. Dann nehmen wir uns unser Butter und geben die da löffelweise dazu und schlagen das immer wieder drunter. Wir können so eine leichte Spritze. Immer wieder, bis das komplett drunter geschlungen ist. Ich höre dann immer so kurz vorher auf, dann wird das ganze Ding nochmal gewürzt. Ihr könnt dann weißen Pfeffer nehmen oder ja, Gorkan oder Salz, immer vorsichtig, ne, weil Spargel hat schon Salz. Dann den Herd noch einschalten. Wir haben jetzt da beim Herd so eine Grillfunktion und Heißluft.
Und das war sie im Prinzip schon, die ganze Schau. Das ist jetzt dann Sauce Hollandaise. Dann haben wir da, ich zeige es euch da, so geht es besser. Dann haben wir da die Kartoffelwürfel aus dem Video. Die habe ich bloß kurz gekocht, dass sie annähernd durch sind. Natürlich unseren Spargel. Und weil das ja alles so klassisch Spargel mit Hollandaise und das klassische Gericht ist ja mit Kochschinken, machen wir uns noch ein paar Kochschinkenwürfel drüber. Und geben die Hollandaise da drüber. Und damit das nicht alles so trocken ist unten drunter, geben wir nur ein, zwei Schöpfer von unserem Spargelfond. Also den Spargelsud, ich den immer aufheben. Und dann schieben wir das ganze Ding einfach ins Rohr. Und lassen das ein paar Minuten, das müssen wir aber beobachten, wenn das halt schön bräunt, ist fertig. Bis gleich. Und schon ist es fertig. Und fertig zum Servieren und Probieren. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Video.